Was geht ab, liebe Freunde? Willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog hier live aus Lissabon. Wir gehen heute Abend ins Stadion. Eintracht Frankfurt spielt gegen Sporting Lissabon. Es geht um alles noch in dieser Gruppe. Es wird ein legendäres Spiel. Diese geilen Eindrücke vorm Stadion, im Stadion, nach dem Stadion. Ich werde euch komplett mitnehmen aus diesem Grund. Folgt gerne mehr für solchen Content, für besonderen Content. Aktiviert gerne die Glocke, abonniert diesen Kanal, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da für den Algorithmus und mal gucken, was heute Abend passiert. Also Freunde, wir sind gerade noch in der Innenstadt. Wir laufen gerade ein bisschen rum, machen ein wenig Content für mich selber und für Talento Today. Wir fragen einige Eintracht-Fans, Sporting-Fans, was sie zu dem Spiel heute Abend sagen, wer wahrscheinlich gewinnen wird. Ich glaube, es wird heute in Lissabon ein verdammt schweres Spiel. Geiles Stadion, mal schauen, wie es wird. Und jetzt zeige ich euch mal ein paar Eindrücke von der Stadt. Damit ihr auch mal seht, was alles hinter den Kulissen passiert. Talento Today, Kameramann Ian arbeitet ebenfalls für Talento Today. Solche Ehrenmänner. Und wir sind gerade hier unterwegs in der schönen Stadt von Lissabon mit den ekligsten Hügeln, die es auf dieser Welt gibt. Es ist so anstrengend hier zu laufen, aber es sieht alles wirklich wunderschön aus. Right, Freunde, oh, ich hatte fast überfahren hier. Wir sind jetzt hier an der wunderschönen Küste angekommen. Gebt euch mal bitte, wie geil das aussieht. Ich bin auch gerade eben im Mikrofon hier. Muchas gracias, Aviston. Para vosotros. Also wir sind jetzt ungefähr noch 4-5 Stunden hier in der Stadt, machen sau viel Content, alles Mögliche. Wir lassen die ganzen Leute hier in der Stadt. Geil. Wir lassen Fußballspieler bewerten, wir fragen wegen der Weltmeisterschaft, wir fragen zum Spiel heute Abend sau viel. Den Content seht ihr dann überall auf TikTok, YouTube, Insta, also folgt auch gerne da rein. Schaut euch mal, wie das Ganze zubereitet wird. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie Bock ich drauf habe, das jetzt zu vernichten. Das wird so gut schmecken. Ich hätte es geiler erwartet. Also hier, Freunde, ist eigentlich mehr oder weniger der inoffizielle Treff von den ganzen Frankfurtern. Also hier wird ausnahmslos nur Deutsch gesprochen. Ich liebe es. So Freunde, jetzt haben wir sau viel Content aufgenommen. Jetzt geht's was essen. Dann nehmen wir noch weiteren Content auf. Ich würde sagen, gegen 18 Uhr ungefähr gehen wir dann zu den ganzen Eintracht-Fans, nehmen da nochmal sau viele Eindrücke mit. Und um 20 Uhr geht das Spiel hier los in Portugal. Es ist eine Stunde früher als in Deutschland. Bedeutet, da müssen wir gar nicht mehr so lange warten. Super. Ich glaube niemals, wen ich gerade getroffen habe. Niemals glaubt ihr mir das. Guckt das bitte mal an. Aber Cristiano Ronaldo, ich habe ihn endlich getroffen. Wir sind jetzt angekommen am Stadion. Ihr seht es, hier im Hintergrund ist das Ganze. Geht jetzt ungefähr in 2 Stunden los. Wir nehmen jetzt sehr viel Experience hier vor dem Stadion mit. Wir haben auch hier den Kameramann dabei. Wir werden auch sehr viel, also qualitativ sehr, sehr guten Content bringen. Und das seht ihr Ganze jetzt hier. Oder wir nehmen es mit dem Handy auf, ich weiß es noch nicht. Wird alles relativ spontan. Ich hoffe, wir verlieren, weil mein Körper hat mir das befohlen. Mein Körper sagte mir, lass uns rausfliegen. Für immer. Das ist doch kacke, oder? Mein Herz sagt, wir kommen auf den dritten in die Europa League. Und mein nicht vorhandener Verstand sagt, wir werden wahrscheinlich Zweiter. Why is Sporting win? Because we have Marcus Edwards. Why? He's gonna dribble all your defense. Okay. And score an amazing goal. Our Kolo Muani from Frankfurt is, oh, very good, you know. Yeah, I know the player 84 pace on FIFA. Yeah, all right. Yeah, but he's not like Rafael Borré doesn't play good. Yeah. And your keeper, what's the name of your keeper? Trapp. Kevin Trapp. Ah, Kevin Trapp. He's very handsome. He is good. He is very good. He's very good. But I think you're like desperate to score. Yep. And Sporting just needs a tie. So it's going to be easier for Sporting. You're right. Who is your best player in FIFA? Cristiano Ronaldo. So. Hier ist das Stadion. Wir laufen gerade hin. Wir sind gerade mit der U-Bahn hergefahren. Wir haben so viele verrückte Menschen getroffen, das ist so gottlos. Vor allem so viele Frankfurt-Fans wieder, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viele Frankfurt-Fans hier wieder sind. Ich meine, 2.500 sind zugelassen und wir haben locker heute in der Stadt schon 10.000 gesehen. Freunde, wir sind ja gerade hier kurz vor der ersten Ticketkontrolle, Riesenchaos, hier sind so viele Leute. Wir haben uns ganz falsch angestellt, jetzt müssen wir nochmal woanders hin. Bedeutet, wir sind ungefähr, ja, ich würde sagen, 10, 15 Minuten sind wir schon im Stadion. Wir gehen jetzt mal rein und checken das Ganze ab. Gebt euch mal. Hier sind wir am Auswärtsblock gerade, wo die ganzen Eintracht-Fans reingelassen werden. Und ohne Witz, das ist nur ein Teil davon. Es sind so viel mehr Fans, das könnt ihr euch gar nicht ausmalen. Also, hier sind auf jeden Fall mehr.
als 2.500, bin ich mir sicher. Wie gesagt, falls meine Info natürlich richtig ist. Und wir gehen jetzt rein. Ticketkontrolle geschafft, wir sind jetzt im Stadion. Wir gehen jetzt langsam zu unseren Plätzen. Es ist wirklich, wirklich ein riesen Chaos da oben. Es hat so lange gedauert. Ich zeige euch jetzt mal die andere Seite. Und hier ist gar nicht los. Aber oben, brutal. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Das war so ein Akt gewesen. Ich kann nicht mehr. Diese Treppen im Stadion, die machen mich so fertig. Wir sind endlich da. Guck mal, wie hoch wir sind. Jetzt sind wir am Stadion. Ich zeig's euch. Ich kann nicht mehr. Noch 1,5 Stunden, dann geht's hier ab. Dann ist Champions League Time. Alter, ich habe noch nie so ein hohes Stadion gesehen. Gebt euch mal, wie hoch das ist. Ist ja asozial. Sehr schönes Stadion. Noch 45 Minuten bis Anpfiff. Und hier wird sich ganz lautstark beschwert, dass es kein Bier gibt. Ganz, ganz großes Problem. Noch 30 Minuten, dann ist Anpfiff. Ich habe gerade die Info bekommen, dass noch sehr viele Frankfurt-Fans draußen warten. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich zeige euch jetzt mal gleich das Stadion. Es ist wirklich verdammt leer und es geht in 10 Minuten los. Gebt euch mal diesen Block hier. Einfach komplett leer. Und grundsätzlich ist nicht alles voll, auch hier unten nicht. Aber das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ich habe gefühlt mehr Frankfurt-Fans in der Stadt gesehen als hier im Stadion. Geil aus, gefällt mir. Wir müssten eigentlich die Lichter dämmen. Aber mit den Handys, Handylichter, sieht echt geil aus. Ich verstehe ja sehr vieles nicht, ja. Wir sind hier in Lissabon, in Portugal. Aber warum hängt bei den Lissabon-Ultras eine Hannover 96-Flagge? Und da sind sie, unsere Jungs, unsere deutschen Vertreter. Mein Lieblingsspieler, Kolo Muani, der muss heute zeigen, was in ihm schlummert. Für mich einer der underratedsten Spieler in der ganzen Bundesliga. So ein überragender Mann. Zeig, was du kannst, Junge. Und mach die Frankfurter, mach uns alle stolz. Also wir Barca-Fans könnten froh sein, wenn wir das Ganze hören dürften. Und die pfeifen es einfach raus. Okay. So, Freunde. Anpfiff, Eintracht Frankfurt gegen Sporting Lissabon in der Champions League. Stark, Junge! Stark, Kevin! Also bis jetzt sind 10 Minuten gespielt und Sporting ist schon deutlich besser. Aber jetzt vielleicht? Komm schon, Junge! Ja, komm! Ah. Oh. Oh nein! Auf geht's, Eintracht, Schießer-Tor! Frankfurt, es wird heute noch eine legendäre Nacht wird es. Abseits. Stark, Junge. Wow. Oh fuck, das sieht gar nicht gut aus. Die Nummer 11 von Sporting, weißt du, wer das ist? Nummer 11 von Sporting. Das sah echt nicht gut aus. Also der Mann wird jetzt mit der Trage hier abtransportiert. Wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung. Hier ist die Konterchance. Foul! Foul! Das ist ein Foul! Nein! Foul, du Idiot! Wir haben noch mehr als eine ganze Halbzeit. Auf geht's. Also auf Ansage, wenn Frankfurt hier ein Tor machen sollte, wird es so eskalieren, Freunde. Es wird hier Tote geben. Es wird Schlägereien geben.
Da unten war sogar schon eine gewesen. Also Freunde, wir haben jetzt gerade Halbzeit. Es steht 1:0 für Sporting Lissabon. Beide haben gute Chancen gehabt, aber ich würde Tendenz einen Ticken mehr Sporting sagen, weil sie einfach viel mehr Risiko eingehen. Das größte Problem von Frankfurt ist aktuell, dass sie einfach noch viel zu vorsichtig spielen. Die wollen keinen Fehler machen, das merkt man ihnen einfach brutal an. Aber die müssen da vorne viel kreativer werden, viel mehr Sachen ausprobieren, das Risiko suchen. Also, ich chill hier jetzt noch. Ich bin gespannt, wie der Ton ist, weil wir jetzt mit dem ganzen Ding hier aufnehmen. Immer gerne in die Kommentare schreiben, ob es irgendein Unterschied oder so ist für euch. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der zweiten Halbzeit, wenn ich wieder auf meinem Platz bin. Ich gehe jetzt nämlich pinkeln. So Freunde, Startschuss, zweite Halbzeit, 1:0, drücken Eintracht Frankfurt die Daumen. Eintracht Frankfurt, tschalalalalala, Eintracht Frankfurt, tschalalalalala. Komm schon! Elfmeter! Laserpointer die ganze Zeit auf Kamadas Gesicht. Komm schon! Aussetzen Sie! Freunde, es war so klar. Frankfurt ist back, 1:1. Ey, das wird so noch ein geisteskrankes Spiel. Tottenham, Marseille steht auch jetzt gerade 1:1. Ex-Barca-Spieler Longley hat es 1:1 gemacht. Es ist noch alles drin. Jedes Tor in jedem Spiel entscheidet jetzt. Auf geht's, Rode. Gute Aktion. Geiler Ball! Scheiße! Komm! Kolo Muani, ich sag's immer wieder, Kolo Muani, einer der underratedsten Spieler überhaupt. Noch 4 Minuten. Und wen nimmt's ganz genau? Hat die Sebastian Abi! Also Freunde, ich bin gerade anderes Handy geswitcht. Mein Akku ist leer. Einfach 2:1 gewonnen, Frankfurt in Lissabon. Thank you. Wir haben 2:1 gewonnen. Auswärtssieg, Champions League anzusehen. Eintracht Frankfurt! So ein heftiges Spiel. Perfekt, wir sehen uns gleich draußen. So Freunde, wir sind jetzt außerhalb des Stadions, wir haben es endlich rausgeschafft. 2:1 Sieg für Frankfurt, was war bitte das für ein geisteskrankes Spiel? Abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke, liked, kommentieren für den Algorithmus. Ich hoffe, der Stadionvlog hat euch gefallen, auch diese besonderen Szenen mit der professionellen Kamera, mit den Interviews etc. pp. In dem Sinne, passt auf euch auf, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.